Über 36 Stunden war die Feuerwehr in Gelsenkirchen im Einsatz, um diese Flammen hier zu löschen. In der Nacht zu Sonntag war in einem ehemaligen Güterbahnhof ein Feuer ausgebrochen. Bis heute Abend haben die Löscharbeiten angedauert und damit willkommen zu ihrer Lokalzeit Ruhe. Mehrere Lagerhallen sind bei dem Brand völlig zerstört worden. Für die Besitzer der Hallen bedeutet das wohl den finanziellen Ruin. Erinnerungsfotos, die mag eigentlich jeder. Eher unwillkommen sind sie aber, wenn sie per Post kommen, schwarz-weiß sind und mit der Aufforderung verbunden sind, eine Überweisung an die Stadtkasse zu machen. Die Rede ist klar vom Knöllchen. Uns machen sie ärmer, wenn auch zu Recht, die Städte dafür reicher. In Herne haben sich die Einnahmen durch Geschwindigkeitsüberwachung seit 2014 sogar verdreifacht. Es ist momentan fast zu schön, um wahr zu sein. Bis zu 30 Grad im Mai, da kann man selbst abends noch mit T-Shirt und Flipflops draußen sitzen. Viele Menschen aus dem Revier machen heute Abend genau das. Ein kühles Getränk und der Blick auf die Ruhe, das hat auch Johanna Tänzer überzeugt. Johanna, wie ist denn die Stimmung im Biergarten am Wasserbahnhof Mülheim? Ja, danke Johanna, ich komme gleich nach und helfe dir. Und jetzt die Kompaktnachrichten. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hat heute darüber verhandelt, ob die Stadt Datteln eine sogenannte Parksanduhr einführen darf. Nach dem Tod ihres neugeborenen Babys muss eine 16-jährige Schülerin nicht in Haft. Das Landgericht Bochum verurteilte das Mädchen wegen Totschlags zu einer 2-jährigen Bewährungsstrafe. Außerdem muss sie 250 Sozialstunden ableisten. Die 16-Jährige hatte ihr Baby unmittelbar nach der Geburt in der elterlichen Wohnung erstickt. Sie hatte die Schwangerschaft vor ihren Eltern geheim gehalten. Die Richter gestanden dem in einer muslimischen Familie lebenden Mädchen im Urteil eine extreme Ausnahmesituation zu. Sie habe Angst gehabt, dass ihr Vater im Nebenraum das schreiende Baby hört und deshalb die Geburt bemerkt. Wie nachhaltig ist die Wirtschaft und sind die Produkte unserer Firmen in NRW? Das war die Frage auf der 6. Nachhaltigkeitstagung in der Messe Essen. Durch austretendes Gas sind heute früh in Herten mehrere Menschen in einem Mehrfamilienhaus verletzt worden. Laut Polizei handelt es sich dabei nicht um einen Unfall, sondern möglicherweise um eine Beziehungstat. Insgesamt soll es 15 Verletzte geben, darunter auch 4 Kinder. 4 Menschen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Mittlerweile konnten alle Verletzten die Klinik wieder verlassen. Der Tatverdächtige ist weiter flüchtig. Die Polizei ermittelt. Am Baldener See in Essen war heute der offizielle Baubeginn für einen einzigartigen Fischaufzug. Das war kompakt. Mütter gegen Gewalt. Das klingt erstmal nach einem vernünftigen Motto. Unter diesem Slogan fand am Wochenende in Duisburg eine Demo statt, unter ähnlichem Titel auch gestern in Essen. Das ist nicht das erste Mal, dass eine Gruppe mit couragiert klingendem Namen bei uns im Ruhrgebiet auf die Straße geht. Es gibt allerdings den Vorwurf, dass das alles nichts anderes ist als eine rechte Kundgebung. Und wir sprechen zu dem Thema jetzt mit Dominik Schumacher von der mobilen Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus NRW. Herr Schumacher, werden Ihrer Meinung nach Bewegungen wie Mütter gegen Gewalt unterschätzt? Jetzt sind es ja vor allen Dingen Frauen und Mütter als Identifikationsfiguren wie Mona Maya, die wir im Film gesehen haben. Die sollen Menschen vermeintlich in die rechte Szene ziehen. Ist das eine geschickte, erfolgreiche Strategie? Ja, und was für Menschen sind das, die sich anziehen lassen von Frauen, von Müttern als Identifikationsfiguren? Okay, die offiziellen Statistiken, die sagen ja, Gewalt gegen Frauen ist nicht gestiegen. Die Gruppen, die setzen aber fragwürdige Zahlen dagegen, die viele Menschen Glauben schenken. Ist das ja so ein Muster dieser Szene? Ja, Sie haben das Thema gerade angesprochen. Zum Schluss noch, wie erkenne ich, welche Facebook-Gruppen beispielsweise gefährlich sind? Ich danke Ihnen, Herr Schumacher. Das Gespräch haben wir als Schalter aus Dortmund vor unserer Sendung aufgezeichnet. Es fehlt mehr denn je an Fachkräften in der Pflege. Das ist leider traurige Realität. Wer Versorgung für einen Angehörigen sucht, der macht das oft ziemlich lange und manchmal auch umsonst. Dass nun bundesweit von der Politik 8000 neue Fachkräftestellen geschaffen werden sollen, lässt viele Krankenschwestern in der Praxis nur milde lächeln. Vor allem bei uns im NRW, denn hier ist der Notstand besonders schlimm. Wir haben eine Schwester begleitet. Tschüss! Und jetzt nochmal der Hinweis auf unseren neuen Service. Alle Neuigkeiten aus dem Revier schnell erfahren. Das geht jetzt. Unsere Nachrichten gibt es nämlich auch über WhatsApp. Hier haben Sie die Erklärung.
Karneval im Schwimmbad, das klingt ziemlich ungewöhnlich, oder? Das Anschwimmen im Grugerbad, hier zu sehen, das kennen wir. Am Wochenende war es wieder soweit. Ein neu gegründeter Förderverein wollte aber frischen Wind in das Bad bringen und hat deswegen dazu aufgerufen, mit mehr Jungfrauflosse oder Quietscheentchen zu kommen. Manch einer folgte dem, in einem waren sich aber alle einig. Schön, dass es endlich wieder losgeht. Das denke ich auch. Wer jetzt Lust aufs Schwimmen bekommen hat, der kann sich freuen. Das Wetter, das bleibt zumindest noch ein, zwei Tage so grandios. Hier die ausführlichen Aussichten. Dann also nochmal richtig genießen. Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen. Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Vielleicht ja noch im Biergarten. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.